Es war ein ganz harter Kampf hier beim Regionalligisten SV Elversberg. Kann man sagen, dass ihr mit einem blauen Auge davon gekommen seid? Ja, ich glaube, wenn man Tobi Werner sieht, dann ist es wortwörtlich so, dass wir mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Aber wichtig war, dass wir weiterkommen. Mit dem Spielverlauf ist es, denke ich, eine gute Leistung. Klar, hätten wir früher und früh umgehen müssen, dann wäre das Spiel ganz anders gelaufen. Aber wenn man 1-0 hinten ist im Pokal, dann ist es schon, glaube ich, eine gute Leistung, wenn man zurückkommt und gewinnt, egal gegen welchen Gegner. Ja klar, wenn du in die Verlängerung musst, gerade so, weil du zum Schluss noch den Ausgleich schießt, dann sind wir mit dem blauen Auge davongekommen. Aber im Pokal ist es wichtig, einfach eine Runde weiterzukommen. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit 3-4 Chancen, die wir machen müssen. Dann spielen wir das Spiel, denke ich, einfach nach Hause. So hast du immer die Gefahr, ein Tor zu fangen. Und so war es dann auch. Und dann rennst du hinterher. Und ja, war, denke ich, ein hartes Stück Arbeit, war zu erwarten. Aber wie gesagt, Hauptsache eine Runde weiter. Du hast selber in der Regionalliga lange gespielt. Was macht es so schwer für die höheren Mannschaften, bei solchen Gegnern zu bestehen in diesem Wettbewerb? Ja, ich glaube, dass der Unterschied in den Ligen nicht mehr so krass wie früher. Man hat ja gesehen, ich glaube, Elversberg hat taktisch sehr gut gespielt und gut gearbeitet. Der Unterschied ist natürlich da, aber es wird immer, die Ligen werden immer besser. Ob erste, zweite, dritte, vierte, es wird immer besser, das Niveau. Und ich habe damals auch lange in Essen gespielt. Ich weiß, wie schwer das ist, Woche für Woche die Spiele zu gewinnen. Ja. Die Jungs, die sind alle fit, die können alle kicken. Die trainieren auch unter Profibedingungen. Früher haben viele da auch noch in der zweiten oder ersten, dritten Liga gespielt. Von daher sind das alles Jungs, die Fußball spielen können. Und die sind schon auch in der Saison gewesen. Und wenn du dann vielleicht nicht 100% gedanklich auch dabei bist und für dich ist es das erste Spiel, dann erinnerst du dich vielleicht immer noch ein bisschen an Magdeburg, wo du rausgeflogen bist, dann geht es mal schnell. Aber wie gesagt, ich denke, wir haben das dann noch souverän nach Hause gespielt, auch wenn es der Ausgleich ziemlich spät war. Ja, für die ist es das Spiel des Jahres. Es kommt vieles dazu. Kleine Stadien, schlechterer Platz, kleine Kabine. Es ist vieles, aber ich denke, wir haben nicht schlecht gespielt, haben einfach unsere Möglichkeiten nicht genutzt. Und das ist dann das Problem. Dann baut man so den Gegner auf, egal gegen wen. Das ist immer so, dass wenn man Möglichkeiten liegen lässt und dann, wenn das natürlich das 0-1 kommt, dann ist es natürlich doppelt schwer. Aber ich denke, ab dem 0-1 haben wir guten Willen gezeigt und auch viel, viel mehr Emotionen. Hat sich's gelohnt, anders als im letzten Jahr gegen Magdeburg, bis zum Ende Geduld zu haben, um den Ausgleichstreffer dann noch zu erzielen? Das hatten wir auch in Magdeburg. Wir wollten auch in Magdeburg das Spiel noch drehen, aber hat es uns nicht geklappt. Aber wenn die Saison genauso verlaufen würde wie letztes Jahr und wir wären heute rausgeflogen, hätte ich das auch unterschrieben. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich eine Runde weiterkommen. Wir wollen so weit kommen, wie es geht. Und jetzt haben wir die erste Hürde geschafft und dann geht es nächste Woche mit der Bundesliga weiter. Ja gut, ich glaube, ein Stürmer freut sich immer, wenn er Tore schießt. So war es dann bei mir auch und es war es 2-1. Und ich glaube, damit waren wir dann auf der Siegerstraße. Schön aufgelegt auch von Turban Tobi. Wie hast du die Szene erlebt, dass er wieder mit dem Turban aufgelaufen ist? Ja, da war unser Dieter Hoeneß, Tobias Werner wieder da. ja gut, Tobi setzt sich außen, denke ich, hervorragend durch. Spielt den Ball quer zu mir und ich schließe direkt ab, der fliegt in eine lange Ecke. Ich glaube, das war komplett eine gute Aktion, denke ich. Herzlich willkommen, schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem ersten Runden DFB-Pokalspiel zwischen der SV Elversberg gegen den FC Augsburg. Wir begrüßen unseren Gästetrainer Michael Markus Weizier und unseren Heimtrainer Michael Wiesinger. Herr Weizier, die Worte zum Spiel. Ja, vorneweg erstmal Glückwunsch an Michael. Und Elversberg zu der Leistung. Ich denke, wir haben uns sehr, sehr schwer getan. Es ist klar, dass wir hier weiterkommen wollten. Das Ziel haben wir erreicht, deswegen bin ich heute auch zufrieden. Und unser Ziel war es natürlich, 90 Minuten weiterzukommen. Das hat der Gegner nicht zugelassen, weil wir auch Chancen liegen gelassen haben. Gerade in der ersten Halbzeit waren 300%ige Chancen da mit Matasch, Eswein und Kajubi. Wenn wir in Führung gehen, dann tun wir uns leichter. Die haben wir liegen gelassen, einen Fehler gemacht, Elversberg geht in Führung. Und dann brauchst du natürlich auch Glück und Qualität, die Bobadilla hat. Mit seiner Einwechslung waren wir besser im Spiel, machen den Ausgleich und gewinnen das Spiel dann in 120 Minuten. Es war intensives Pokalspiel, typisches Pokalspiel, wo wir uns als Erstligisten schwer getan haben, weil es der Gegner gut gemacht hat, weil wir natürlich auch behäbig ins Spiel reingekommen sind. Und wenn du das machst, dann musst du auch 120 Minuten gehen. Aber zusammengefasst, wir sind weiter, deswegen bin ich zufrieden. Danke, Herr Weinzier. Michael, bitte deine Worte. Ja, erstmal Glückwunsch an Markus zum Einzug in die zweite Runde. Ja, ich bin natürlich schon
war ein emotionales Spiel. Die Mannschaft hat, glaube ich, läuferisch, auch taktisch, mit alles gebracht, was er von ihr verlangt hat. Sie hat einen Bundesligist in die Verlängerung gezwungen. Ja, hätte mit ein bisschen Glück, ein bisschen mehr Spielglück das Spiel vielleicht auch rüber retten können. Wir kriegen da kurz vor Schluss den Ausgleich, haben uns dann kurz geschüttelt. Und trotzdem haben wir dann auch in der Verlängerung bravourös gekämpft. Wir haben da immer wieder auch die Wege angenommen, Zweikämpfe angenommen. Und wir wussten im Vorfeld schon, dass Augsburg natürlich auch Qualität hat, um letztendlich uns auch immer mal wieder auch weh zu tun. Gerade im Defensivbereich, das haben sie gemacht. Aber erste Halbzeit hatten wir manche Situationen auch Glück und Geschick zu überstehen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen können wir stolz sein auf unsere Mannschaft. Ja, ich glaube, wir nehmen viel Positives mit und wir wissen, Liga-Alltag ist ganz was anderes für uns, weil da hat man so die Außenseiterrolle, die wir mal in den Ligaspielen natürlich nicht haben. Aber trotzdem habe ich halt ein gutes Gesicht von meiner Mannschaft gesehen. Sie ist ans Limit gegangen, sie hat sich super teuer verkauft, sie hat Zuschauer mitgenommen. Und das war heute in der Ansprache mein wichtigster Punkt. Wenn wir hier vom Platz gehen, 120 Minuten Verlängerung, die Elfmeterschießen, dann muss man einfach das Gefühl haben, wir haben heute einfach alles rausgehauen und alle Körner verschossen. Deswegen war es halt gut von meiner Mannschaft und deswegen gehe ich auch mit einem positiven Gefühl raus. Trotz Niederlage, die natürlich immer in der Entstehung sehr, sehr bitter kommt. Deswegen war es ein guter Abend für uns und macht es gute Einfahrt später. Wir hören uns. Michael, vielen Dank für die Worte. Wenn es Fragen gibt, wir haben ein Mikrofon, da bitte ich um eine kurze Anmeldung, dann gehen Sie das Mikrofon, dann können auch alle die Frage. Ja, bitte sehr. Herr Weinzel, Sie haben ja in jüngster Vergangenheit öfter mal einen Sieg eingewechselt, aber diesmal gleich drei Leute. Was ist denn dazu vielleicht? Kann sich als Trainer nur so gut einwechseln, wie die Spieler auch sind, die draußen sind. Da haben wir einen guten Kader, da haben wir breite im Kader. Das sind Spieler, die Qualität haben mit Werner Bobadilla und Müllers. Und das haben wir gewusst. Und von daher ist es jetzt für mich nicht überraschend, dass die dann auf die Tore gehen. Gibt es weitere Fragen? Nach dem 0-1, nach dem 1-0 für Elversberg, ist da ein bisschen Magdeburg im Kopf gewesen? Nein. Auch? Nein, gar nicht an Magdeburg gedacht, sondern nur an heute. Versucht, dass wir da eben das Ding noch drehen und es Gott sei Dank gelungen.